Gut. Mein Bohrer kann immer. Bohrer hat nie Abklingzeit. Ah ja, Elementium-Gold kriegt man aber ganz schön oft. Ey, und das Game macht deinen RAM von Zeit zu Zeit immer voller. Also so richtig. Der macht einen RAM-Tam ohne Ende. Ja. Das heißt, damit ich lagfrei spielen soll, sollte ich mein PC auch mal irgendwann resetten. Und ihn nicht erst schon wieder seit 7 Tagen laufen lassen. Wahrscheinlich, ja. Wäre immer gut. So, jetzt muss ich eine Linie zaubern. Ich habe auf jeden Fall die perfekte Dachtextur gefunden. Und der Hauptgrund, warum ich mir das Paket gekauft habe, ist, damit ich ein Outfit habe. Ich wollte Standard-Outfit nicht. Ja, ist ja okay, du supportest ja damit, ne, das Game. Das Game ist ja nicht gerade scheiße. Außerdem bin ich auch am überlegen, wenn ich die Kohle drüber habe und mal wieder ein Steam-Sale ist, dass ich das dann aufwerte. Ja, eben. Ja, ja, wenn ich die Kohle mal wieder habe, hau ich auch Geld rein. Ja. Mach ich auch einen Trailblazer, dann habe ich noch ein paar Code. Ja. Aber erstmal wenn es wieder ein Angebot ist. Vielleicht wird es kurz vor der Open Beta wieder ein Angebot geben oder so. Und dann. Ja, dann brauchst du aber erstmal Zugang zur Open Beta. Habe ich mir jetzt nur den Zugang zur Kloster? Ja. Du weißt schon, dass eine Open Beta open ist. Ja. Also, hast du dich gerade selber korrigiert. Trotzdem brauchst du einen Platz dafür. Hä? Du, was? Open Beta ist offen, da gibt's keine Plätze. Eben. Und außerdem bleiben die Accounts hier bestehen, da ändert sich absolut gar nichts. Eine geschlossene Beta braucht Plätze. Und ja, genau. Wir verlieren unsere Accounts nicht. Ja, wir bekommen sogar sozusagen das, was wir jetzt tun, haben wir nachher als Vorteil gegenüber den anderen, die erst dann anfangen. Ja, sozusagen. Die können wir dann auslachen. Ha, ihr Flaschen. Trailblazer in your face, bitch. Failblazer, ja, so nennen sie die dann. Die Failblazer. Der Failblazer. Das ist für eine Ader, leuchtet so schön. Okay, noch ein Stück runter. Betril ist besser als Kobalt, gell? Ja. Gut. Ja. Ey, ich hab 60 FPS. Oh, endlich bin ich wie denn? Wie hast du denn 60 FPS? Ich hab 60 FPS hier. Ja, wie? Mit den Einstellungen, die du vorgenommen hast. Mit welchen? Oder weil du Nvidia hast, oder was? Ja, weil ich Nvidia habe. Oh, weil wir Gott, halt kleiner Homo. Liest sich bestimmt nur, da steht nur 6. Ja, soll ich die Mann, ich glaub's dir, aber du hast die Grafik bestimmt auch auf, weiß ich nicht. Nein, die Grafik ist genau. Was hast du denn gemacht? Einfach nur ein bisschen optimiert, meine Einstellungen. Wo denn? Hier in dem Spiel? Nein, in meinen Nvidia-System. Achso, und was hast du da geändert? Ich weiß es nicht, ich habe einfach nur ein Tutorial gefolgt. Ich habe keine Ahnung, was ich da umgestellt habe. Bitte verklag mich nicht. Rubies habe ich jetzt auch gefunden. So passt es gerade so. Es sei denn... Nee, so muss... Ja gut, die Lücke kann ich ja stopfen. Gut. Das ist aber shit. Jetzt muss ich die ganze Zeit mit dem Line-Tool neu ansetzen. Das ist doch kacke. Ich muss meinen Rechner mal übertakten. Wie kann ich denn... Wie kann ich denn das Line-Tool so ansetzen, dass es zum Beispiel 2x20 Pixel ist? Voxel. Gar warum nicht, dass das geht? Doch. Nee. Ja? Nee. Damn. Aber das wäre nice. Das wäre mega. Weil ich muss jedes Mal das Ding neu ansetzen, aber das kann doch nicht wahr sein.
mit Trier. Oh, da geht mir einer ab. Bin ich denn so dann? Ja, muss ich ja zufrieden sein damit. Oh shit, hier ist eine Macke drin. Oh, so, okay. Deine Trappers, Mutter. Das Bauen macht so einen Spaß in dem Spiel. Ich liebe es. Ich bin jetzt erstmal noch Materialien fahren. Vor allem haben sie auf diese unnötigen Sachen verzichtet, wie eine halbe Stunde warten, bis das Ding dann auch fertig gebaut ist und ja. So. Ja, noch. Noch. Es kommt ja alles noch. Hardcore-Server. Oh, ich will ein Brett bauen, weil ich muss erstmal eine Stunde farmen gehen. Ja. Und das von dem Typen, der sich darauf freut, dass man im neuen Arma-Server Stein für Stein mit der Hand rumtragt. Oh Gott. Das ist was anderes. Also ich denke, dass das Bauset schon so bleibt, oder nicht? Weil das ein RP-Server ist. Und das hier ja nicht. Ach so. Beide genau. Buchstaben ändern also alles. RP bedeutet Roleplay. Bedeutet realistisch. Da bist du ja darauf eingestellt. Hier gibt's Roleplay realistisch. Naja. Also ich meine ganz ehrlich, ich war schon auf so vielen... Ja gut, wenn man jetzt irgendwie auf Furry-Porn-RP, keine Ahnung was geht. Nein, Roleplay hat echt was mit Realismus zu tun. Ja, Roleplay eigentlich heißt schon. Dass du dich in die Sache reinversetzt. Ja. Es ist eine Art Schauspiel. Ja, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Realismus zu tun. Gut, aber der RP-Server ist realistisch, sagen wir es mal so. Anders wäre ja die komplette Spielgenre RPG falsch gewesen. Weil RPG eigentlich immer auf Fantasy ausgelegt war. Ja, RP hat ja sowieso nichts mit dem Namen. RPG hat sowieso nichts mit dem Namen RPG zu tun. Das hat es damals mit Ultima Online noch, aber nicht heute. Gucken wir mal, was der Herr Fischer hier so anstellt. Hey, das sieht nice aus. Ich? Ja. Nennst mich Herr Fischer? Ja, die Textur ist nice, ne? Ja. Perfekt für so ein Dach. Geil. Aber ich muss also hier wirklich Stück für Stück ein, wenn ihr noch was habt. Stück für Stück ansetzen, aber es passt. Und siehst du, wie ich das gemacht habe, ne? Einfach. Muss Nico machen. Einfach ja, gemacht halt. Geil aus. Ja. Richtig geil. Kannst du jetzt nicht theoretisch das da markieren und dann rüberschieben oder so? Nico? Nein. Geht nicht, weil ich kann ja nur in Blöcken. Nico. Ich kann nicht ja, so schräg schreiben. Markieren. Ja. Aber weil nein, ich das. Aber du könntest das kommte. Das komplette Dach mit dem hinteren Teil jetzt ab hier so auskopieren und dann daneben einfügen, aber ja. Das könnte ich tun, ja. Nico? Oh, ich sehe gerade, dass hier ganz kleine Stücke noch vom Holz durchgucken. Bin gar nicht im Spiel, falls du mal guckst. Siehst du gleich? Du hast mich doch vorhin in die Gruppe eingeladen. Oh shit, da muss ich jetzt. Ja, das heißt aber nicht, dass ich immer noch nieder bin. Ach so. Ja, stimmt. Oh, wer shit, ist denn jetzt? The leader of the pack, das bin ich. Oh, habe ich jetzt hier gefunden. Invite to party. Okay. Do you like to party? I like party. Holy shit. Hä? Was ist jetzt hier? Was? Ich bin im Berg, grabe und aber auf einmal stehe ich außerhalb des Berges. Ja, ja, das ist ein Bug. Das ist genauso wie im Meer, wenn du manchmal unten am Meeresgrund was hackst, dann bist du auf einmal wieder oben an Land. Was denn das? Aber das haben sie auch gefixt anscheinend. Naja. Ich mit den Bergen, mit dem Meer. Ach so. Das ist die Meer vom Meer. Ach, Kobaltohr braucht man nicht. Nein! Oh Gott. Ich hasse es, wenn ich eine übelst eklige Markierung wieder neu markieren muss. Oh Gott. Oh ja. Glaube ich dir. Einfach nur bitter. Irgendwie hängt hier das und Kobalt immer miteinander zusammen, kann das sein? Ja, ja, du hast immer am Ende eine Wurst. Am Ende der Wurst hast du immer Gold. Am Ende ist immer eine Wurst. Ja. Weisheiten des Lebens. Ich muss jetzt wieder diesen Berg rein, Mann.
Quatsch, so. Oh toll, wie viele Blöcke sind das? Da muss ich zählen. Ah, ein Kollege hat sich jetzt auch noch einen Key besorgt. Läuft das Spiel mit dem i7-Prozessor besser ja. als mit dem i5? Ach so, naja, je besser der Prozessor, desto besser das Game. Würde ich mal so grob schätzen. Aber bis jetzt hat der i7 noch nicht so viel gebracht. Wie bitte? Jo. Jetzt hat der i7 noch nicht so viel gebracht gehabt. Nein, warum kann ich nicht? Kann ich erst noch eine Ecke löschen? Also, es kommt natürlich darauf an, wie sie die CPUs optimiert haben, bla bla bla. Aber natürlich ist eine bessere CPU immer besser. Ja klar, das schon. Ja, deswegen. Warum baut der hier direkt am Berg, der Wichser? Und wer von uns hat hier nochmal eine Dual-Core-CPU? Einer. Ach, irgendeiner meinte das doch und da war ich direkt am Schlucken. Nein, das war ich. Hab da so. Müll gelabert. Ich hab doch nie fertig. Okay. Ich muss schon sagen, Dual-Core ist so. Hm. Wo kommst du denn her? Ich muss schon pausen. Bitte sehr. Ich hab auf dem Mediamarkt gehört. Nein. Habt ihr denn auch Hasensack? Nein, da sind wir alle glatt. Okay. Opa Schlumpf, ja. Wie ging's jetzt in den Berg rein? Ich weiß es doch nicht. Ich bin da durch Zufall reingefallen in das Loch. Das sagen sie immer. Das sagen sie immer. Bin so gestolpert. Ja, und dann war ich aber immer drin. Was soll ich machen? Na, bin ich reingerutscht. Das war jede so Frau, die fremd geht, sagt, es ist nicht so, wie es aussieht. Ja. Ja, nur die Frauen vor allem, gell? Das ist der Standard-Frauenspruch, wenn man bei fremd geht. Es ist so, wie es aussieht. Ja, wie ist ja, das dann? Ich bin auf den Schwanz gestolpert. Ach, was? Der lag einfach im Raum rum, was soll ich machen? Bin ich reingestolpert. Ah. Der Klempner macht seinen Job. Ja, Rohre verlegen. Ah. Ja. Der Megakracher. Ich fand ja, das so gut. Alter, haben sie sowas noch zurecht gehandhabt. Ich fand das so gut, den Spruch irgendwie hier so, ja, der Klempner war da und der hat mir voll das gute Angebot gemacht, so entweder backe ich ihm Kuchen oder ich gehe mit ihm ins Bett. Und dann, ja, weil konnte ich doch nicht da, ja. Nein, sie war irgendwie, er war zuerst halt vor der Arsch so zu ihr. Und dann sagt er so, ja, was hast du für einen Kuchen gebacken und sie sich aus wie ein Bäcker oder was? Fand ich gut. Cream Pie, hat sie ihm gebacken? Ein Cream Pie, ja. Schlotter. Oh, ich bin so froh, dass das Dach langsam Form bekommt. Und es ist so eine Scheißarbeit. Es geht eigentlich. Ja, jetzt habt ihr vorhin alleine ohne mich gefarmt und jetzt muss ich alles alleine machen. Ist ja so gemein. Ich komm gleich mit. Wir haben richtig dick Loot kassiert und Kisten. Oh Gott, so viele Kisten. Boah, krass, ey. Ja, 20, 30 Kisten. Das hat einer umgeschrieben. Der ist in so einem kleinen Spalt reingerutscht. Der immer wieder Respawn geöffnet hat. Da hat er 20 Kisten gefunden. Echt krass. Alter, nicht 20 Kisten, was laber ich? 6 Kisten, so ein Spalt. So ein Glück hat man nur einmal im Leben. Büro bringt mich hier ganz aus dem Tab. Büro macht mich ganz wuschig. Ja, ich weiß. Ich bin so scharf. Ich mach die Kerle alle schwach. No homo. No homo. Genau. Sehe mal der Beste. Is right. No homo? Ja.
I want to fuck you in the butt, no homo. What? In the... What? Ja, das kenn ich auch, ey. What? Okay. In was ist denn da passiert? Alter. Rückgängig. Hey, nice, du bist bei mir. Nee. Was geht denn hier? Ich dachte, du hättest die hintere Seite schon. Nee. Was? Irgendwas ist hier. Ich dachte, der Myro stummt zuerst. Was? Du müsstest das mal sehen. Was geht denn da? Ich habe hier irgendeinen Megabug gerade. Ja, ich seh's doch. Wenn ich hier ansetze, geht's. Nein. Hä? Der zieht. Was soll der Shit? Oh. Fuck. Hast du in den Spiegel geguckt, oder was? Hä? Sag mal. Das hat sich seine Mutter auch gefragt. Er hat's bereut. Ich mach mal so. Geht in dem Spalt weiter runter. Auf der Suche nach Mr. Hanky in Mr. Slave. Yeah. Nee, das ist kacke. Irgendwas buggt hier richtig rum gerade. No, this is bad. Fuck. Beste Folge. Nein, das ist Patrick. Die Folge, die war so klasse. Ja. Allgemein finde ich SpongeBob mega klasse. Auch der Film, der war verdammt gut. Warum spinnt das bei mir rum? Lego, der Film war auch verdammt. Den muss ich mir noch angucken. Aber ganz ehrlich, ey, SpongeBob ist etwas, was ich meinen eigenen Kindern nie zeigen würde, ey. Warum nicht? Ich würde meinen eigenen Kindern so einen Scheiß wie Teletubbies nicht zeigen oder ja. Adventure Time. Aber SpongeBob. Adventure ist Time ist ja mal geil. Oder so ein Scheiß, Alter. Adventure Time, Alter, ist der Wahnsinn. Wenn mein Kind Adventure Time gucken würde, das wäre ja noch schlimmer als ich nachher. Ja, aber Adventure Time ist ja auch nicht für Kinder gedacht. Ist ja auch nicht als Zeichentrick, als Kinderzeichentrick gedacht. Das ist aber süß. Wird aber so gehandhabt. Meines Wissens nach. Wird eben nicht so gehandhabt, nein. Ja, also wenn es darum geht, ja nicht mal mehr Kika laufen. Es wird eigentlich wie South Park gehandhabt, Adventure Time. Ja, aber Adventure Time ist nicht wie South Park, nicht mal im Ansatzweise so schlimm. Nein, genau, aber ich meine in der Kategorie Erwachsenenzeichentrick. Aber warum? Weil die Witze so schwer zu verstehen sind für Blagen, wenn sie sich immer Dude nennen. Okay, Bot. Okay, Dude. Ey, okay, irgendwas spackt hier ab. Und ich weiß nicht, was es ist. Ich versuche mal den hier. Wenn das jetzt funktioniert, dann... Auf wie viel Content haben wir eigentlich zur Zeit? Nein! Was ist das denn? Überhaupt? Warum spackt das Ding so derbe ab? Also Content, Craften, Bauen. Ich schätze mal zwei von... Nee, ich meine jetzt vom Craft her und so weiter. Wie weit dort überhaupt der Content für uns zugänglich ist. Weil ich denke... Ja, natürlich ist riesig. Also ich meine, hast du dir noch nicht angeschaut, was andere Leute alles gebaut haben? Ja doch, ich meine aber so vom Allgemeinen her, was man bauen kann an Craft-Sachen, Spitzhacken und so weiter, weil Dingsmind hat ja noch ein paar Sachen in den Files gefunden, die wir aber so noch nicht craften. Denke mal, dass das schon noch was kommt, ey. Das spackt hier ab. Mach dein Schlauchboot kaputt. Ja. Scheiße. Ruby Kate Ohr. Das Ding geht dann dauernd nach darüber, was soll denn der Shit? Elemental Ruby Kate Ohr. Ich glaube, ich mache das wirklich mit dem rüberkopieren. Ich kopiere es rüber, drehe es und dann. Ja. Geht ja nicht anders. Ich versuch's einfach mal. Hat auch schon von euch jemand dieses Ruby Kate Ohr? Nein. What in the... Jetzt habe ich eine Ohrmo. So, dann kopieren wir mal. Das ist auch jede Menge. Machen wir mal Gutenbergsche Versuche. SCG und C, SCG und V.
Teilweise wird das Mine aber total unübersichtlich, wenn man sich so ein kleines Loch gräbt und dann da reingeht. Ja, deswegen hebe ich das auch alles mit dem Bohrer erst aus und dann meine ich. Kann man mit dem Bohrer die Erze auch kaputt machen? Nein. Deswegen kannst du das mit dem Bohrer auch extrem gut freilegen und danach halt. Gut, dann mache ich das doch auch mal mit dem Bohrer. So. Also ein bisschen fühle ich mich ja hier wie in Lego Rock Riders mit dem Bohrer. Habe ich nicht gespielt. Lego Rock Riders war Baukasten für Lego. Ziemlich cooler. Oder was heißt Baukasten? Dings halt Bauthema. Mhm. Alter, was ist das eine Wurst? The Almighty Sausage. Das ist eine Wurst. Von Biesenhof. The Sausage of Awesome. So, probieren wir's. Riesenwurst. Okay. Okay, sieht. Oh shit. Nee, nicht ganz. Zurück. Sieht gerade aus wie ein roter Penis. Rote Rakete. Echt so eine rote Rakete hier. Was will ich tun? Was willst du machen? Überall sind Kanacken. What? Wir haben einen Nazi unter uns. Nein. Oder? Kein Z. Wir haben einen Vollblut-Nazi unter uns. Ja, dich. What the fuck? Hey, ich hab aber, irgendwie habe ich dieses Tool nicht mit mir jetzt voll burnen können. Doch, habe ich. Was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, dass du als Refunder an eine Kiste gehen musst und mehr Loot wohl, aber wenn du was im Shop kaufst, das direkt im Inventar hast. Oh Gott, ist die Wurst kaputt. Oh shit, die auch. Die Wurst bestimmt auch über dich. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Gold scheiß ich drauf. Gold ist so Mainstream, hat jeder. Wow. Alter, es geht ja noch tiefer runter. Was ist denn das für ein Loch? Alter, da was Smaragd. Ne, Emerald. Also wenn dann so, aber so backt das ab. Wegen der Wurst. Shit. Ich muss das irgendwie anders schaffen. Ich weiß auch, warum es nicht klappt, glaube ich. Ich mach. Wow. Hat es so geleuchtet. Warte mal, war das? Ja. Ah, muss ich das. Oh nein. Gibt auch Kisten, die muss man freigraben, gell? Echt? Ja. Cool. Was will Aber was heißt freigraben? Die sind halt verbuggt und stecken in der Wand. Und dann, wenn die Wand leuchtet und es ist nichts mehr, man gräbt, dann müsste die auftauchen. Oh, geil. Ich hab... Kann aber auch sein, dass einfach nur eine Pflanze ist und in der Wand steckt. Ja. Interessant. Ich hab mal ein bisschen, hab einen Guide durchgelesen, wie man am besten Kissen findet. Muss man wissen. Ja. Ui, so, jetzt hab ich Saphire gefunden. Erhöht eine bessere Spitzhacke auch den Loot, den man kriegt? Ja, oder? Nein. Nein? Außer es steht unten drunter dran, ne?
Oh Gott. Shit. Wer farmt jetzt hier gerade ganz allein? Der Nico. Nico, dann komme ich gleich mal zu dir, Nico. Dann reißen wir uns alle Kiste den Nagel. Friends. Zodiac One, report. Schutz vor Domoto. Ich hab HIV. Jetzt konnte ich wieder ohne Probleme. Was denn du da unten? Ich will auch so ein Outfit haben wie du. Guck, das war jetzt dabei bei dem Deluxe-Ding. Nico, das war jetzt dabei beim Deluxe-Ding und der da. Der ist auch noch ganz cool, finde ich. Ich finde das, wenn es so leuchtet, blöd. Das ist alles kaputt. Ich hab Doppeljump. Es muss doch irgendeine Lösung dafür geben. Ich mach einfach. Schreib mich hier an. Mann, ist das eine Wurst. Guck mal. Ja, hinten ist die Wurst golden. Blittet der Loot oder kriegt für sich selber? Der teilt sich. Nein, ich meine halt, wir beide die gleiche Menge, beziehungsweise ist, wenn man alleine nimmt, mehr drin oder wenn man zu zweit nimmt? Wenn man alleine nimmt, ist mehr drin, aber kriegst ja einen Bonus, dass du insgesamt mehr Rohstoffe kriegst, wenn du in der Gruppe unterwegs bist. Ah. Deine Spitzhacke ist voll schnell, ey. Wem seid? Deine. Der ist auch eine Kobalt. Aber auch eine Goldaxt. Stolz auf sein Pay to Win ist. Hä? Nichts. Ich hab nichts gesagt. Tut mir leid. Was? Er hat sich das gefahren und selber gecraftet gerade. Nein. Das war in diesem Stuck-Hit Deluxe drin. Das merke ich gekauft habe wegen dem Outfit. Was, die Goldhacke? Dann schmeiß sie weg. Die Goldaxt, der Bohrer und Kobaltspitzhacke waren mit dabei. Dann 20.000 Stein, 20.000 Erde, 20.000 Sand. So, jetzt sollte es funktionieren. Brauchst Saphire. Da musst du in so müssen wir in so Spalten rein. Nein, die gibt's ja auch an der Oberfläche, die erkennst du sofort. Aber in Spalten. Oh, ich habe hier bisher noch keine gesehen. Also da sehe ich überall nur Kobalt. Hier haben wir welche. Auch eine schöne Blume. Warte. Bei dem ist doch hier überall. Warte, Saphir. Da ist Saphir. Oh, jetzt ist mein Sound abgekackt, ey. Lol. Ah. Geht das denn? Oh,
genau das this work. Ach komm schon, ich muss da jetzt nicht hier noch. User disconnected from your channel. Hä? Ich war es nicht. Ja, das habe ich gehört. Muss Nico gewesen sein. Ich hab dich nämlich nicht gebeat, aber Nico irgendwie schon. So, nun aber bitte. Ich glaube nicht, wie ich hier gerade heulen könnte. Oh. Warum? Weil das abspackt, weil irgendein scheiß Bug das zum Abspacken bringt die ganze Zeit und deswegen mir den ganzen Plan versaut. Auf der einen Seite hat es geklappt, auf der anderen Seite nicht. So, jetzt versuche ich es mit einem Versetzten. Macht das Ganze zwar nicht... Nein, es spackt immer noch ab. Das ist nicht wahr, oder? Warum? Ziemlich lustig, wenn man Kobalt findet, beziehungsweise Saphir, Kobalt, Saphir. Weiß einer, wofür Nico Saphire braucht? Würde uns das interessieren? Weiß ich nicht. Habe mittlerweile, wie viele Saphire habe ich? Amethysten habe ich 460, Saphire habe ich 1000. Smaragde auch. Ich will jetzt noch eine Kiste finden und dann baue ich auch. Warum er so ein Problem hat, Saphire zu finden. Ich finde hier überall. Mithril ist da schwerer zu finden. Hat von euch schon einer Mithril? Glaub nicht. Sollte trotzdem unter die Erde gehen, da findest du viel mehr als über der Erde. Ich habe den Fehler gefunden. Oh shit. Was war denn der Fehler? Meine Dummheit. Ja, nichts Neues. Sie steht einem meisten Weg. Ja, wenigstens bin ich ehrlich. Yep. Die Engine war nicht dran schuld, genau. Keine Sorge. Es war einfach meine Blödheit. Oh, ja. Obsidian? Hat einer von euch schon Obsidian gefunden?
Nein, es ist... Wir sind gerade mal höchstens T4 Mats am Abnachten. Das liegt doch nicht an meiner Blödheit. Ah, doch. Hast du jetzt wieder das ganze Dach abgerissen? Nein, nur die eine Seite musste ich komplett abreißen. Oh. Willst du Obsidian haben? Ich will. Aber hey, dafür funktioniert's. Dieses Dach hier ist schief. Aber das. Obsidian sind doch eh nur Steine. Fällt eh nicht auf. Obsidian, damit kannst du normalerweise auch andere Sachen machen. Beispiel? Weiß nicht. Was hast du gesehen? Weiß ich, das sehe ich dann. Manche Spielen kann man aus Obsidian auch Rüstungen machen. Ich weiß ja nicht, wie das nachher hier spielt. Ja, du kannst, wenn du L drückst, hast du alle Ritte. Outfit Ast. Elemental Gold, Gold Ingot, Kobalt Ingot. Ja, so ein Outfit Ast Table brauche ich noch mehr. Dann spawnen wahrscheinlich. Oder was kann man denn einen zu machen? Hä? Wieso wirst du mir denn 4000 Meter weit weg angeben, Miro? Keine Ahnung. 400 wahrscheinlich. Nee, 3850,36 Meter. Jetzt immer noch? Ja. Und jetzt? Ich habe mich gerade mal kurz bewegt. Elemental Silver, das braucht man, um Ringe zu machen. Okay. Also, ich habe das Line-Tool die ganze Zeit ein Block zu weit rechts gehabt, so dass es nicht grün wurde, sondern gelb, und dadurch okay. Ist es hin und wieder abgespackt. Also man kann auf Obsidian auf jeden Fall schon mal ziemlich coole Steine machen. Aber auch. Dadurch ist jetzt die eine Seite meines Dachs eigentlich ungerade. Aber naja, was wir auch machen. Ja, man sieht's ja auch nicht. Also ihr würdet jetzt nicht sagen, oh, okay, hier, da ist schief oder so. Bleibt unser kleines schiefes Geheimnis. Genau. Stream hatte ich auch gerade nicht an, von daher. Was? Aber Stream hast du doch an. Nee, mach ich jetzt an. Hab ich an? Nee, oh, du fuck. Du hast hier schon die ganze Zeit lauf. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt werde ich ja mit einem Schlag alle Follower verlieren. So ein Mist. Also ich hab diesen Power Devil Riser, den man mal bauen kann, den hab ich. Alle 1 Milliarde Follower. Auf einmal weg. Sichel habe ich Silbersticker. Ja stimmt, du hast jetzt keine Milliarde mehr. Oh. Ja, kann's laufen. Könnte eine Ruby K. Nee, dazu brauche ich Diamanten, habe ich noch keine gefunden. Pickaxe ist die beste, die man macht. Ja, aber ich glaube, wenn ich dann öfter streame, werde ich wahrscheinlich auch so verplant sein wie du. Dann mal mein halbes Privatleben raushängen. Ja. Ist nicht so tragisch. Oder auch nicht. Eben, siehst du, er erkennt mich schon. Also ich wurde gerade gecontact. Wow, ich hab den Fehler sogar fast gefixt, außer hier, aber hey, ich kann den Fehler sogar noch beseitigen, dann ist alles wieder das Raum-Zeit-Kontinuum aufgehoben. Ich meine, wer will hier rübergezogen werden? BB. BB. Bin mal gespannt, wie die Diamanten aussehen. So. Soll ich noch den Fehler jetzt beseitigen? Fehler werden nicht gern gesehen.
So. Line Tool, bitte funktioniere. Na. Remy braucht aber lang, um seine Gewürze zu holen. Ja, ich weiß, da geht wahrscheinlich wieder nichts und jetzt sitzt er da im Regen und man kennt die Scheiße doch, ey. Deswegen hasse ich das immer so. Lauf jetzt mal zu dir rüber. Geht gerade nicht ans Telefon ran, sitzt vor seiner Haustür und wartet oder sowas. Standardstory. So, ich habe den Fehler wieder behoben, alles ist gut. Ja, und genau seitdem wurdest du mir auch wieder anders angezeigt. Jetzt wirst du mir wieder hier angezeigt. Ja, das war aber nicht wegen dem Fehler. Okay, echt komisch, aber genau wo du es gesagt hast. Findest du nicht, ich sollte das Stroh noch ein bisschen über die Balken gehen lassen? Oh, ich sollte noch. Ja, oder? Ja, ne? Oder nicht? Ja, würde ich machen, weil das guckt dann so wie Wiener Würstchen. Ja, genau. Und ja. Sehe ich auch so. Auch dieses Mithril. Ich kann ja so am Ende noch in die Würstchen so eine Verzierung wie ein Kreuz oder so einen Scheiß reinmachen, was weiß ich. Dann sehen sie erst recht aus wie Würstchen. Ja, kleine Metallenden. Ja. Oh Gott. Also man sieht, hier sind kleine Ritze. Siehst du die? Das ist das Einzige, was ich nicht mehr beheben kann, aber das sieht man ja nicht. Oh. Siehst du diese Ecke hier, diese ganz kleine unter meinen Füßen? Ach so, ja, mein Gott. Ja, eben. Das ist doch okay. Ja, finde ich auch. Aber die Textur ist perfekt für das Dach, ey. Echt super, ey. Ja. So fein gemacht. Ich weiß. Buse bauen gute Häuser. Puh, gut. Na, dann mache ich die Wurst noch ein bisschen länger. Ja, ja. Viele sagen, auf die Größe kommt es nicht an. Aber das ist falsch. Ja. Wenn man erstmal ein Mädchen erlebt hat, ja, eben. Wenn man mal ein Mädchen erlebt hat, wie es abgeht bei der großen Wurst, dann weiß man. Alter. Größe ist entscheidend. Ja. Spricht aus Erfahrung. Size matters. Das ist in Spielen so, das ist in allem so. Nicht Größe ist entscheidend, sondern die Breite. Nein. Die Breite doch nicht. Die Technik. Das regen sich nur Gnome ein. Ja, eben. Winzpimmel. Ja. Kommt von den Asiaten. Ja. Die Technik. Le Technik. Technik macht's? Nein, hier ist der Anjo und ich kann es nicht abbauen. Fick dich. Holy shit. Holy shit. Mit dem kann man zum Beispiel auch noch nichts anfangen mit dem Moonstone. Damit kannst du Pipi zu Pixi weiterentwickeln. Ja. Ja, der Pokémon-Nerd. Ja, wir haben letztens erst wieder Pokémon-Poké-MMO gespielt. Pokémon-MMO ist so. Miro, das müssen wir auch mal wieder zusammenspielen. Ja, mir gefällt das nicht. Also, was heißt wieder? Auch mal zusammenspielen. Mir wurde gerade geschrieben, die Breite ist entscheidend, finde ich. Hat ein Mädchen geschrieben. Gut, das hat es jetzt auch. Breite. Weil umso breiter der Penis, umso mehr Reibung. Wer redet denn vom Penissen? Eben, wir haben ja schon von der Wurst auf Miro-Tas Haus gesprochen. Ja. Genau. Ja. Wir reden hier von den Würsten, die mein Haus ziehen. Maika macht das Würst. Ja, das sowieso. Schleichwerbung. So. Bin überlegen. Wie machen wir das? Hast du doch gar nicht. So. Du hast so kleine Zipfel. Weißt ja, ne? Die Couch breiter ist als die Tür, dann hast du auch wieder Probleme. Ja. Mann, oh, ich muss noch einkaufen. Aha, ich verstehe. Kam aber schnell jetzt, Nur. Wie findest du das, wenn ich die Ecken so anditsche? Ah, du bist schon wieder. Na, ist egal. Ich sehe es aber. Ist doch im Stream. Wenn das dann so ein bisschen angefranst ist. Ich kann alles ja vielleicht mal ein bisschen anditschen, so. Ja. Ja, alles anditschen am Rand. Ja, und wenn sieht du das dann so aus. Ein bisschen smooth, dann sieht das so aus, als wäre das so ein bisschen, ja. So unregelmäßig smoothen.
So ein bisschen Baumwolle. Oh. Baumwolle pflücken. Baumwolle pflücken, da hast du recht, könnte ich auch mal wieder gehen. Ups, war falsch. Was ist das gewesen? Lightstone. Ja, in dem Wald hier und am Strand gibt es viel Baumwolle, muss ich sagen. Den Lightstone nicht fressen sollen, weg. Akku, den kann ich wieder wegmachen. So, jetzt zeig mal deine losen Ecken. Ja, ich habe angefangen, ein bisschen was an meine Eingangstür zu machen, aber es gefällt mir irgendwie nicht. Nee. Nicht. Aber ich muss mal gucken, weil es ist schwierig. Ich hab's schon so zugepflanzt. So, wie viel Methylor habe ich denn schon? So sieht das geil aus, schön angefranst alles. Ey, voll nice, ja. Gefällt mir auch. Ja, Marvel ist wunderbar. Alabaster. Du hast doch schon Fensterbretter. Ich brauch mal die Nummer von deinem Kloppist. Lol. Kann ich dir geben, ist die 0. Huh. 0 und weiter? Die 0. Will, ja. Ruf die 0. Sie eilt herbei. So, jetzt hier noch anfransen. Dein Char sieht aus wie ein Zombie. Warum sieht mein Char aus wie ein Zombie? Das ist ein Zombie. Wie ein Zombie, der sich die Haare vom Kopf gefressen hat, weil er unbedingt an seinem Brain gelandet ist. Wenn der Stream bei dir abstürzt... Genau, er hat die Haare rausgerissen, um in sein eigenes Gehirn zu kommen. Wenn der Stream bei dir abstürzt, dann liegt das nicht an mir. Ist alles deine Schuld. Ja, komm. Nein, ich möchte da doch runterfallen. Ich finde nicht, dass du aussiehst wie ein Zombie, aber ich finde, hast so ein bisschen was von, von diesem russischen Zaren oder so, weißt du? So. Ja, das ist Absicht. Oder wie so ein böser Zauberer aus irgendwie. Ja, das fand ich auch, das fand ich auch. Ja, jetzt auf einmal, ne, ja. Würdest du aussehen wie mein Vater? Oh. Vater, das ist gerade, also jetzt gerade, wo ich so nah ranzoome und Daddy, Daddy. Echt, das dein Vater ist ein böser Zauberer. Er wird einen Zauberstab haben. Nein. Viel zu böse. Echt krass. Alter. Wie groß ist die? Ist schön, ne, mit der Abrundung und so. Vorkommen. Ich glaube, ich stehe schon eine halbe Stunde auf dem Betriebsvorkommen ein. I like it. Ja, ja, aber Mann. Das zeigt wieder, was die Engine so drauf hat, ey. So, jetzt scheiße ich erstmal auf Vorkomm. Hier ist noch viel gutes so. Zeug. Das Dach ist fast fertig. Dann muss ich nur die Lücken stopfen. Aber das tue ich sehr gern. Ja. So, oh, ich bin gefallen. Vor allem, seit du die YouTube-Anleitung gefunden hast. Und Jen, das hier ist alles selber gebaut. Löcher stopfen, leicht gemacht. Für Mühe. Oh ja, es gibt ja echt so viele Sexerklärungsvideos auf YouTube. Meine Freundin wird nicht feucht. Was soll ich machen? Spuck drauf. Trainier? Ja. Man nehme Butter. Man nehme Butter, Alter. Guck mal, Butter bei hier, die Fische. Das Rezept. 250 Gramm Butter. Was hab ich? Was ist das denn hier? Ja, ja, der Russe im Blockhaus im Wald. Ja. Blaubrot. Sag bloß, du hast Edward Snowden da drin versteckt. Oh shit. In seiner Nase. Aufgezogen, Blumen.
Snow? Snow? Snow ist doch das Codewort für Code, oder nicht? Für was? Das Codewort für Code? Ich glaube, es gibt viele Codewörter. Das ist scheiße. Nee. Jeder hat so sein eigenes. Sagen doch zu Koks, sagen die doch mal Schnee. Ja, nicht immer, weil als wäre es ja kein Codewort mehr, wenn du eins verwenden würdest. Dann müsste ja jeder jetzt so viel Eternium und nicht sich abbauen. Oh. Warum nicht? Weil ich dafür eine Mithril-Spitzhacke habe. Weil seine Pay-to-Win-Spitzhacke nicht so. Was für Pay-to-Win? Ja, die scheint doch nicht so Pay-to-Win zu sein, man umsonst so viel Geld investiert. Bitch. Bier. In your face, ich hätte mir nur ein Outfit drauf, wenn es nur Outfits geben würde, aber es gibt keine einzelnen Outfits, also. Dann hättest du dir selber eins gebaut irgendwann, indem du dir eine Kreativ- Die sehen aber scheiße aus. Sieht scheiße aus. Ich hab's gegoogelt. Oh, von innen sieht das noch viel besser aus, außer hier, da sieht's richtig beschissen aus. Es gibt noch ein Outfit, das kann man finden, Insten, das sieht auch noch ganz gut aus. Außerdem ist meine Kobaltspitzhacke gleich wieder weg, weil ich mir kleine Mithril baue. Hat man nicht mal ein vernünftiges Haus und ist schon vom Werkzeug her höher als wir, ey. Ja, das ist Haus kommt später. Nicht pay to win. Ich habe keinen Vorteil gegenüber euch, ihr könnt dasselbe genauso erreichen. Wenn ihr echt Geld zahlt. Nein. Nein, weil ich zieh dich da nur auf. Was ihr jetzt kriegen könnt. Das ist der Neid. Ja, er hat halt einfach nur geschenkt gekriegt in den Rachen. Sag mal, ist Jen Freunde, die auch anfangen wollte? Nein. Oh. Aber wäre cool, wenn Jen auch mal anfangen. Oh, sie ist schon raus. Ja, Jen, fang auch mal. Sie ist schon raus. Oh. Ja, ist eine Bekannte von mir. Eine sehr Bekannte, falls du verstehst. Ich kenne sie in- und auswendig. Deine Freunde. Eine Ex. Ah, deine Ex. Ja, eine von den Lolis, die ich damals hatte. Den Lolis? Loli. Lita. Ah. Minderjährige. Oder? Ja. Ah, das. So, jetzt sieht's besser aus. Du bist sowas wie ihr großer Bruder. Ich bin ihr großer Bruder. Der tiefe Einblick. Onichan. Oder Aniki ist ja auch großer Bruder. Oh, Aniki, Bisschen Hentai, ey. Ja, es ist so ein Problem, dass ich so ein Perfektionist in diesem Game bin, Alter. Das macht mir alles umso schwer. Hey. Mit deinem Schlauch. Das ist sowas von der Neid. Perfektionistisch oder einfach. Er hat es immerhin hingekriegt, ein perfektes Schlauchboot als Wand zu benutzen. Mehrere Schlauchboote. Schlauchbootis? Ach, scheiße. Mehrere Schlauchbootis. Wisst ihr was? Ich hab keinen Bock, halt einkaufen zu gehen. Das hat noch geregelt von mir. Na, Biurotas macht doch immer überall ein I hinten dran, oder nicht? Schlauchbootis. Okay. Hab ich jetzt ja, jetzt sieht's besser aus. Oh, Gott sei Dank. Kakti? Ja, Topi? Das stimmt. Topase hat auch Topi gesagt. Topen. Kakti. Topi? In den Tropen gibt es Tropen. Genau. So, jetzt muss ich noch irgendwo spezielles Holz herkriegen. Diese Palmen, cool. Was hast du? Palmen. Palme, Palmherzen kriegst. Ah. Ja, hab ich auch. Woher bekommen man. Das muss ich gucken. Frosted Hardwood, da krieg ich die denn. Das kriegst du alles bei uns auf der Karte. Wo ich gerade auch rumgammel. At home. Ja, da musst du einfach nur Bäume abhacken bei uns, spezielle. Aber keine Saphire hier. Ohne Scheiße. Ich hab hier überall Eternium und Mondstein. Ich hab keine Ahnung, wofür Mondstein ist, aber auch keine Ahnung, wofür Eternium ist. Mondstein hat nicht so viel Zeit, hörst du nicht zu? Mann, ey. Ich bin aber hier nicht auf Pokémon fixiert. Das ist ein Kackvogel. Wirf da mein Togepi drauf, ne? Passiert immer noch nichts. Kannst du den ja mal. Kannst du den Mondstein ja mal in den Arsch schieben? Vielleicht wirst du zum Pixie. Da baue ich mir erstmal ab.
What in the box? What in the box? You what, Moonstone mate? Moonstone in the box. What? Auf jeden Methril. Also an Methril kann. Da gibt's echt keine Probleme. Fuck, ey. Kennst du die niederländische Sendung Poppers? Los Poppers? Der Droge Poppers. Poppers, das ist Poppers ist der holländische Slang für Bullen. Poppers po, po. Ist eine Schnüffeldroge, die Aphrodisiaken wirkt. Poppers. Po, ja, Poppers. Po, po. Poppers. Poppers. Die Sendung ist auf jeden Fall voll cool, ey. Auf jeden Fall jedes Mal, wenn die ins Leichenschauhaus gehen und da eine nackte Frau liegt, ey, dann machen die immer irgendwas mit der. Was denn? Dann bekommt sie. Entweder trommeln die immer auf den Titties oder. Die sind da steif, das ist ja langweilig. Oder Booby Grab und so. Booby Grab. Und dem Nico geht jedes Mal einer ab, wenn er das. Ja. Oh, guck mal, der macht schon wieder den Booby Grab. Aber ich kann nicht mehr. Leichenschauhaus. Ja. Yeah. Macht seine Nekropornos. Und der Praktikant, der immer mit im Auto sitzt oder was auch immer das sein soll, der stirbt immer durch Kopfschüsse. Immer wieder. So wie bei Kenny aus South Park. Das ist ja doof. Man kann das Konzept einmal nehmen, aber nicht jedes Mal. Außerdem stirbt Kenny jetzt nicht mehr so oft. Kenny ist auch echt nicht mehr in jeder Folge, so. Oder? Hä? Ja, in jeder Folge kommt eigentlich noch vor, aber echt nicht mehr. Das wäre ja traurig. Früher ist er wirklich jedes Mal gestorben, als die Folge noch ganz neu war. Und da gab es nur eine einzige Folge, wo es so eine Weihnachtsfolge war, das wo er nicht gestorben ist. Da sollte er oben auf dem Weihnachtsbaum nochmal so einen Weihnachtsstern draufstecken. Und unten drunter war aber noch so ein Wasserbecken mit Haien. Und da stand dann auf so einer wackeligen Leiter. Und es hat die ganze Zeit immer so hin und her gewackelt. Und dann hat er noch den Stern drauf gesteckt. Und dann ging irgendwann dann der Schlussbildschirm zu. Und er hat überlebt. Ja, und jeder dachte sich so, als was? Wenn jemand nachher Zeit hat, wäre es echt nice, wenn er mal bei mir vorbeikommt mit seinem männlichen Char. Weil ich wissen muss, ob er den noch raufkommt, wenn ich jetzt hier den zweiten Stock aufsetze. Wo, was, wohin? Feindliche Bude. Ja. So, kann ich mich wieder teleportieren oder bin im Baushalten Girls Club, Steffi im Girls Club. Juhu, ja, genau. Und dann lackieren wir uns den ganzen Tag die Nähe. Oh ja, bitte. Und gucken Filme mit Jake Gyllenhaal. Oh Gott. Wer war das eigentlich? What? Wo sind die Bäume? Wo? Oh shit. Los, Nico, zeig mir mal die Bäume. Warst doch nicht bei mir! Sind im Wald. Ukako. Auf unserer Karte, wo wir gebaut haben, habe ich gesagt. Ach so. Wo unsere Claims sind. So, einmal, besser geht's nicht. Sind einmal diese in der Schneelandschaft sind das diese Bäume, die fast oben keine Baumkrone mehr haben. Muss ich das jetzt auch noch korrigieren oder kann man das so lassen? Eigentlich muss ich das korrigieren. Oh. Also sind die Bäume nicht tierabhängig? Nee, nicht vom Inseltier, nein. Die sind von den Klimazonen abhängig. Warum ist dann hier in der Eiswelt keine Frost? Verstehe ich, ne? Na, Fire Game, alles klar. Hier, du kannst auch hier in der Eiswelt kannst du die Bäume auch haben, also. Palmharz. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich noch ein paar Palmharz mitnehmen. Ein paar Palmharzis. So, da haben wir es zu. Black ist da. Guck mal beim TS, das Myro. Ja.
dass wir ihn wieder vergessen. Der fühlt sich immer so im Stich gelassen von uns. Warum lässt er sich denn nicht einfach reinziehen von uns? Einfach stupsen. Ja, mach ich auch immer. Stupsen, warten. Ja, dann müsst ihr ihm das sagen, dass er stupsen soll. So, weiß ich aber, wie er ist, keine Ahnung, er ist bald noch reingekommen. Hier. Bitte, das soll ein behinderter Baum sein. Nee, das sieht shit aus. Spindle requires room. Spindelt Dingsbums. Was du? Frosted bessere Axt oder was? Kann das sein? Hä? Kann es sein, dass es die Frosted Spill sind? Oh, Diamanten. Wo finde ich denn Diamanten? So sieht das gut aus. Moin, Banjo the Warsmith. Was geht bei dir, Bro? Ein deutscher Landsmann hat sich bei uns eingefunden. Oh. Okay, ich muss Diamanten finden. Wenigstens antwortet er. Sagt er Hallo. Im Gegensatz zu... Keine Ahnung, wie er heißt. Ach ja, The Fire Gamer. Die Gamer. Ah, Marian. Mama Marian. Marian ist cool. Ja. Wenn auch ein bisschen verpeilt. Das macht ihn ja cool. Ja. Das macht seinen Charme aus. Ups, das war egal. Okay, so sieht Diamant aus. Jetzt muss ich Diamanten suchen. So. Nein! Oh Gott! Nee, so nicht. Ja, so geht das. Ist noch die Seite und dann ist das Haus fertig. Ich hab eine Kiste, komm zu mir. Mal reinschauen, was sich geändert hat. Diamant ist Tier 4, denke ich, steht da. Diamant ist Tier 4, denke ich, dort in den Caves. Hat ich brauche mal Schutz, dass da keiner so schnell an die Kiste drankommt. Habt ihr gehört? Diamant ist jetzt Tier 4? Tier 4. Axtoroth. Axtoroth mit da. Könnte ich schon hacken. Wie findest du das, was ich gebaut habe? Scheiße, war. Ich zeig dir gleich mal von außen, wie es aussieht. Ja, komm, und ich mach die Kiste auf. Ich guck's mir dann an. Nicht du, aber du kannst es gerne angucken, wenn du willst. Effie, Myro, habt ihr gehört? Was? Egal. Ja, ich komm vorbei. Axtoroth, Porten, hier ist eine Kiste. Echt? Okay. Krieg ich einen Invite? Ah, bin ich ja. Oh, cool, warte. Kiste ist immer und gut. Und du spielst also auch Landmark. Ja, anscheinend. So. Noch Leute, Na, der will mal gucken, was sich so geändert hat. Übrigens, was sich jetzt geändert hat, kann ich dir zeigen. Ich kann hier diese Wurst nehmen. Oh, Myro ist am Sausage. Ja, ich komme, warte. Ja, ist, fick dich, ich port mich ja schon. Wo, zu wem? Zodiac? Ja, egal, jetzt kann ich zu jedem. Ich bin oben irgendwo, Ende. Oh nein, ich habe mich zu dir geportet. Ich bin oben auf dem Bär. Oh, guck mal hier. Wo seid ihr? Also, Banjulf the Warsmith, man kann jetzt rotieren, ne? Also nicht nur um 90 Grad, sondern... Guck mal in euer Inventar, kriegt jetzt auch das Material, die Steine. Nein, lass mal. So viel Grad. Man muss an... Man muss dran. Nein, man muss. Für die Kiste muss man dran stehen, weil die Items aus der Kiste rausfallen. Man muss sie dann aufheben. Also das ist wirklich so. Ja. Über euch. Bei der Kiste ist es wirklich so. Ich schwöre es dir. Ja,
entweder ihr grabt euch nach. Aber ich sehe euch gar nicht. Also ihr werdet nicht mal bei mir unten an der Karte angezeigt. Hier steht, ihr seid noch in Barrier. Warte, ich laufe jetzt gerade kurz aus dir raus. Bin jetzt draußen aus der Höhle. Oh, warte. Sollten vielleicht mal die Gruppe neu aufmachen. Was seid ihr denn da? Da unten ist doch der Eingang, oder nicht? Können wir nicht einfach da hinlaufen? Da ist doch Axoros. Achso. Ja. Boah, Diamant. Also, ja, genau. Das Problem bei dem Drehen ist, es funktioniert gut, solange die Gegenstände, die du drehst, zwei Blöcke dick sind. Also zwei, wie heißt das nochmal? Voxel, genau. Alles unter zwei Voxel wird zum Clusterfuck, aber derbe. Wow. Ah, gut. Also ich bin da. Wir müssen die Gruppe neu aufmachen. Irgendwie kriege ich nämlich gerade nichts mehr, was abgebaut wird. Was ja, ich auch nicht. Und ich sehe auch keinen, also ich sehe euch nicht in der Gruppe angezeigt, richtig. Ich bin rausgegangen. Ja, ich bin auch draußen. Wer lebt neu? Ich. Okay. So, und ihr werdet gleich sehen, dass die Items auf dem Boden liegen, wenn ihr die Kiste aufmacht. Ja, liegen sie auch, aber die Gruppe war halt verbannt. Kann ich aufmachen? Ja, jetzt kannst du. Tata, da liegen sie. Gimme Items. Oh, also, ich hab einen Explorer's Grappling Hook gekriegt. Was? Echt? Ich hab nur Shit bekommen. Aber egal. Geschenken Gaul, guckt mal nicht ins Maul. Vielleicht hat Axaroth ihn noch nicht. Oh, ich habe einen Greater Lightstone bekommen. Ich habe eine Moonlight bekommen. Ich habe als Grappling Hook. Was? Bottled Moonlight? Was ist das? Consumable increase light radius stat by 30 from 30 minutes. For 30 minutes. Also, ja, was ist Voxel Reaktor? Kenne ich nicht. Hast du das bekommen? Nein, ich rede gerade mit dem im Stream. Ach so. Voxelreaktor, das klingt geil, ne? Ja, was ist das? Richtig nice. Kommt mal in das Fenster, wo der Charakter ist. Ja, dann gehe ich mal wieder zum Teleporter. Also, wir spielen das Spiel auch noch nicht so lange. Ich hab Explorer. Ja. Wir sind gerne für Tipps offen, Banjo. Auf jeden Fall. Also, was ist Voxelreaktor? Ja, WTF. Also, ich hab Explorer's Blinkbook. Welche habt ihr? Ich habe auch schon den Explorer, ja. Und ich kann eigentlich fast den neuen. Vielleicht kann ich ihn inzwischen sogar. Also ich hole mir jetzt dort oben mal die Diamanten. Du bist ja in derselben Karte. Ich kann auch hier. Ja, bin ich ja auch. Ich dachte, du wärst auf irgendeine andere Karte jetzt schon gegangen mittlerweile. Ah, wolltest du mir nicht noch einen Hardwood geben? Ah, scheiße, Ethereum ist das. Wolltest du noch? Wollte ich das? Ja, nein, weil du ja einen mehr hast. Und dann habe ich die 20. Ich komme gleich vorbei. Okay. Wenn du nicht noch tiefer reinrennst. Ruby Kate. Nee, ich bin dann rausgegangen. Du Na, dann kannst du auch direkt zu mir kommen. Damit du das Hardwood auch machen kannst. Danke. Achso, ich kann Ruby Kate nicht aufmachen. Craften. Das ist eine Methode, um einen einzelnen Block so zu verändern, dass er genau so aussieht, wie du willst. Wenn du magst, schreibe ich dir, wie du damit anfangen kannst. Klar, gerne. Also, vielleicht gibt es auch ein YouTube-Video, dann kannst du mir das einfach verlinken. Dann kann ich mir das auch so angucken. Ich kann auch antworten, aber es interessiert mich gerade nicht. Ich brauche Diamanten. Oh, sorry. Warte, da ist der Trade. Warte, warum kann ich das Trade-Fenster nicht verschieben? Na, egal. So. Ruby Kate, wie viel brauche ich denn dafür? Habe ich auch genügend, glaube ich. Aber ich brauche mal noch ab. Also wenn es ein YouTube-Video gibt, dann kannst du mir es auch gerne verlinken. Das wäre ziemlich nice. Das klingt ja sehr interessant. Ist das auch legal? Nein, wird wahrscheinlich ein Trick sein oder ein Bug oder sowas, ne? Dankeschön. Um einen einzelnen Block zu verändern, dass er genauso aussieht, wie du willst? Oh ja, das klingt jetzt nicht so, als sollte ich den Vorschlag ablehnen, ne? Ja. Jo, warte, ich such dir Tenmas Kanal raus. Ah, okay. Ja, am besten ist aber auch halt ein YouTube-Link. Oder generell ein Videolink. Ist das aktiviert bei dir? Darf man bei dir Links wissen? Nein. Aber ich sehe die Videos ja trotzdem, die Links ja trotzdem. Also danke für den Link. Ach so. Ah, ich sehe ihn auch.
Ja, du hast dann wahrscheinlich Dingens. Better Twitch TV, oder? Better Twitch TV? Ich gucke übers Tablet. Ach so, ja, siehst du. Wenn ich sage. So, das ist eine YouTube-Playlist. Und da sind wahrscheinlich alte Tutorials drin, wie zum Beispiel Voxel-Dingen, oder? Ich guck mal eben. Damit ich den Link nicht noch verliere. Da haben wir es. Twitch. Oh, shit, wenn du den Link jetzt nochmal postest, dann ist es weg, ne? Und ich hab jetzt. Aber warte, ich kann den Link ja von Hand aus eingeben. Man braucht Cotton und Landfiber für Woven, für Stoff. YouTube.com User Doc Spadnuts. Kanal ist nicht vorhanden, habe ich mich irgendwie verschrieben. Doc Spadnuts. Richtig geschrieben. Doc Spadnuts. Doc Spadnuts. Vielleicht Groß- und Kleinschreibung beachten. Spadnuts. So. Spadnuts. Da habe ich ein. Let's make a waterfall. Ah, da sind ein Haufen Tutorials. Richtig geil. Und dann suche ich in seinem Profil nach Voxel. Einfach mal nach Voxel. Voxel. Intro to Voxel Reactors. Okay. Werde ich mir angucken, dankeschön. Ja, da sind so viele Schlappen. Danke, danke, auf jeden Fall. Guter Tipp, werde ich mir auf jeden Fall reinfahren. Reinfahren? Wo denn? Oh mein Gott. Die Höhle ist ja voll klein, hört ihr hier schon auf. Jo. Kleinhöhlen sind meistens die besten. Habe ich gelesen. Nee, also Hilfe kann ich ja immer gebrauchen. So. Vor allem, wenn man neu ist. Und wenn die Voxelfarm wichtig ist, die Voxelreaktor, dann nehme ich das Ding sowas von gerne. Wie viele Spieler sind denn hier, wo ich gerade auf der Karte bei Brook? Auch. Ich stelle gerade 57 Woven Cotton her. Ja, ich auch. Cotton, aber man braucht auch Jute, Plum, Thistle und Sunblossom. Jute habe ich nur 6. Cotton. Alles. Also Woven Jute. Und ich brauche mehr Fiber Plant. Ich habe keine mehr. Ich muss schnell welche farmen. Hm. Es gibt sogar Ingame Schulklassen, um den Voxelkram zu üben. Infinity of Lich gibt die Stunden. Geil. Infinity of. Ich edde den mal. Friend, wie heißt das da aber? Friend Ad heißt es, glaube ich, oder nur Friend? Ich guck mal. Infinity of Lich. Welcher Server ist das genau? Weißt du das vielleicht? Doch egal. Du meinst bestimmt Infinity of Light, oder? Alles egal. Na, ich den jetzt als Freund hinzugefügt. Es gibt aber schon ein paar Idioten, die wo direkt Born bauen. Geht's mit Friend Ed? Wir sind auf dem Server. Wie heißt der nochmal? Satisfaction. Satisfaction, genau. Tenma soll ich adden? Das ist ein guter Ansprechpartner, okay. Friend Ed Tenma. Funktioniert auch nicht. Oder. Friend das shows your. Friend at. Achso, Friend at. Mit einem Leerzeichen. Friend. Büro. At Tenma. Was? Oh, guck, Zodiac. Profitieren beide voneinander. Was? Bekommst du Pflanzen und ich welche von deinen Erden? Ich laufe über die Saphire. Ich brauche nur Saphire die ganze Zeit. Ja, ich laufe hier über der Höhle. Dann was meinst du mit was holen?
ob ich den Kollegen auf TS holen kann. Welchen Kollegen? Der, wo jetzt auch anfängt. Ja, klar, was, hallo, was soll denn der Scheiß? Warum fragst du sowas? Natürlich. Contact. Das ist Jamie. Wenn mich so nervt. Contact. Ja, das ist Jamie, wusste ich's doch. Na, du Nervensäge? Bitte? Du hyperaktiver Emo. Ja, die letzte. Ah, guck mal, auf Understanding. Ja, das ist der Großteil. Ja, ja. Wer war das denn? Okay, ja, auf Understanding. Pech. Was hab ich dir am Anfang gesagt? Ja, ja, du. Du sagst immer viel. Der Großteil der Deutschen ist auf Understanding. Ja. Ich sag gar nicht so viel, aber das Wenige, was ich sage, nicht mal da hört ihr mir. Es tut mir leid, du bist halt ein Mädchen. Wie baut man Mütter? Kann man das abbauen? Mädchen. Hans, wie funktioniert eigentlich die blöde Sichel? Friend at... wie ist der andere nochmal? Infinity of Light. Ja, habe ich geedit. Eine Höhle. Ihr könnt jederzeit wechseln, nehmt euch euer Haus einfach als Template mit. Ja, so einfach ist das nicht, zumindest bei mir. Obwohl, na doch, ich kann ja das Haus dann einfach da reinsetzen. Ja, wie soll ich das machen mit meinem riesen Baumhaus, hallo? Ja, das ist aber scheiße, weil wir haben einen ziemlich guten Spot und jetzt alle rüberzuziehen wäre echt blöde. Das ist, aber man kann ja eh immer einfach so auf den Server gehen, das ist ja nicht das Problem. Man ist ja nicht dann darauf gefesselt. Außerdem kannst du dir da drüben auch noch einen Claim holen, wenn du ihn wollen würdest. Ja, aber dann wird es irgendwann zu unübersichtlich, finde ich. Jetzt kümmern wir uns doch erstmal um die eben. Also das, ich bin zufrieden, so wie es momentan hier ist. Bei ja, ich auch, Server, aber es war ja auch nur ein Vorschlag von ihm so. Klar, das geht, das ist möglich, also verstehe ich auch. Ja, falls wir uns mal langweilen. Ja. Also zu Besuch kommen können wir auf jeden Fall mal. Infinity of Light hat mich angenommen. Ja, hat mich angenommen. Hat mich angenommen. Ja, wahrscheinlich halt, der kriegt wahrscheinlich tagtäglich, sekündlich Anfragen. Pass an. Gibt es eine Möglichkeit, jemanden leichter zu antworten, als jedes Mal wieder slash W zu schreiben? Slash R. Ja, R. Einfach nur R drücken, dann kannst du antworten. Nein, kann ich nicht. Slash R. Dann schreiben. Nein, slash R. Probier's mal. Einfach R geht nicht. Wenn er die geantwortet hat, brauchst du nicht nur R. Ah, okay, ja, wenn er geantwortet hat, geht's. Sorry, no American. Hab ihm jetzt geschrieben, okay ja, I've heard you give lessons, you still do those. Puh! Entschuldigung. Freut man sich, dass man was findet, was leuchtet, und das Recki ist Mithril. Keiner mag Mithril. Aber wie freundlich, oder? Dass Leute Unterricht geben und so ein Scheiß, ey. Einfach nur, um die Community zu unterstützen. Das haben doch auch die Entwickler angesprochen. Die Entwickler machen bei Chia auch solche, ne, Workshops und so. Okay, ich finde das ziemlich geil. Habe ich mir gestern Nacht noch nämlich einen angeschaut und so, wo sie auch richtig nice die eingesendeten Screenshots von den Usern besprochen haben und gesagt haben, das und das erwarten wir für unsere Wettbewerbe hier, das könnt ihr nochmal ändern und hier möchten wir das und das anders, und die haben das wirklich richtig ernst genommen und haben da irgendwie jetzt total nicht überheblich oder so, sondern wirklich konstruktiv. Sorry, wenn ich unterbreche, also der nächste Workshop ist morgen 7 Uhr dann GMT 7 PM, ja, GMT, also ich weiß nicht, was 7 PM GMT ist. Unsere? Ich dachte, wir haben GMT plus 1. Ach so, haben ja wir dann auch. Um, das ist mal 6. GMT ist. Entweder ja, eine GMT Stunde plus 1. Oder eine Stunde noch minus, glaube ich, war das. Nee, plus, glaube ich. Ja, wenn wir plus 1 sind, dann ist es eine Stunde früher. Ja. Ich habe mir jetzt geschrieben, oh Gott, ich habe Say gemacht. Mhm. Slash. Aber du weißt, dass du. Ja? Mit dem nach oben Pfeil wieder auf. Ja, ja, das habe ich gerade gemacht. Ich habe nach oben Pfeil gemacht, habe slash S zu slash R gemacht und dann nochmal abgeschickt.
Jamie kommt on, wow. Warum sind Rubine so schwer Diamanten so schwer zu finden? Naja, dann, sonst wären es ja keine Diamanten, sondern Achate oder so. Ja, Betrieb. Hier ist alles voll mit Mach im Stream mal zu Tenma rein, da siehst du, was die so machen. Wie, meinst du jetzt, dass ich da mal hingehen soll, oder? Ich verstehe gerade nicht. Du kommst da ja schon mit zu meinem Haus. Also entweder ist es 6 Uhr oder ist es 8 Uhr, das müssen wir dann morgen gucken. Ja. Aber ich würde mir das auf jeden Fall richtig gern angucken. Ich notiere mir das mal eben, falls wir was verpeilen. Ich hab geschrieben, which server and map would it be? Jeffy? Hm? Willst du eine Kobaltspitzhacke haben? Ja. Ich hab jetzt gerade 2 gebaut. Nice. Aber mehr kann ich nicht bauen. Mehr habe ich nicht. Ja, ich kann meine eh bald ab. Noch nur noch diese dreckigen Diamanten. So, wie tief geht's denn da noch? Lalalala. Gott, man muss diese Kameraführung lecken. Ist aber leider eine Heavy, ne? Die ist halt langsam. Okay. Aber dafür macht die viel Schaden. Mhm. Cool, danke dir. Kein Problem. Was ist meine... Ah, was ist los, meine? Hier vorne eine Volt hier irgendwo auf dem Ding hier? Nee, ne? Der hat einen richtigen Klassenraum gebaut, geil. Ja? Ja. Er hat geschrieben: Confidence peak behind the dragon's tail in my classroom. Servername ist also Confidence. Okay. Das ist echt nice. Ja, dann können wir morgen um 6 mal auf Fidens gucken. Er ist geschrieben in Map Name. Hm? Der Peak ist bestimmt Map Name, oder? Ja, kann sein. Ja, Peak, eine Map. Ich frag gerade mal. Iceland ist Peak. Okay, gut. Also Confidence. Peak Island, Peak. Hattest du dir das auch? Ja, ja, habe ich alles notiert. Also Freitag, also morgen. Ich schreibe jetzt mal so. The Friday after today, right? So tomorrow. Ja, ich schreibe like tomorrow, lol. Like tomorrow, or what do you mean with yes. Today? Ja, also morgen. So, wir müssen nur rausfinden, was 7 GMT ist, ob das nur bei uns 6 oder 8 Uhr ist. What? Also ich glaube, dass es bei uns 8 Uhr ist, wenn da plus 1 steht. 7 plus 1. Aber dann, nein, schau mal, wenn er 7 ist. Und wir sind plus 1, dann ist es bei uns 8. Eigentlich schon. Ja. Ja, stimmt. Aber das können wir nochmal gucken. Entweder wir kommen einmal 2 Stunden zu früh gucken und sehen schon mal, wie es aussieht und gehen danach zur richtigen Zeit hin. Oder, weißt du, dann probieren wir es einfach um 6 oder jemand will gucken im Internet oder so. Ich will halt dann auch nicht so ein Streber sein, der Stunden vor der Unterrichtsstunde am Klassenzimmer steht. Ob das jetzt irgendwas ausmacht? WB, Barney. Report. Er hat geschrieben, I bring some friends with me. Do you use voice somehow? Yes, Raid Call. Ja, dann müsst ihr euch alle Raid Call installieren. Raid Call? Raid Call ist ziemlich nice. Okay. Oh, ich kann ja schon 78 in Silent Hardwood. Oh. Ich finde mein Haus nicht mehr. Oh Gott, Jamie. Auf der Karte ist es auch nicht. Ja, hast du es nicht bezahlt mit Kupfer? Doch. Oh.
Da hat wohl jemand seine Miete nicht bezahlt. Ja, dann kann es sein, dass es weg ist, ey. Ich habe gerade bezahlt für 5 Tage, Mann. Okay. Das sind nur noch 23 Stunden, aber es ist trotzdem weg. Hast du vielleicht aus Versehen auf Abort oder Cancel löschen gedrückt? Du hast das Haus ja gespeichert. Das ist ja mit dem Template immer wieder hinsetzen. Glaube ich, oder? Wer speichert das automatisch, das Haus? Das wäre echt uncool. Ja. Ey, aber ich bin irgendwie schon... Manchmal ist mir so echt auch der Gedanke gekommen, alles wieder zu löschen und nochmal online zu fangen. Aber das mache ich nicht. Kannst du doch machen. Markier einfach das komplette Haus und dann löschst du es. Das muss ich nicht mal markieren, das ist eh gespeichert. Das ist ja schon alles da. Okay, also er hat mir jetzt erklärt, wie wir in Raidcall auch reinkommen. Ja? Cool. Habe ich denn meine Blueprints? Ja, das kleine Haus und eben dem Einkaufswagen links. Dann Inspect machen oder was? Bei mir ist nee, da gar kurz warten. Okay, cool. Dann da freue ich mich voll drauf irgendwie. Wird nice. Und hier Miss Mad Old's Claim. Hashtag One. Das ist WB, das. Ja, Bahnhof, ich habe jetzt. Ich sehe aber kein Bild. Ich habe jetzt mit Infinity of Light abgemacht, ja, dass wir morgen dein Haus ist? Vorbeikommen Alter, zum. Das heißt Miss Mad Old's Claim. Zum Treffen. Ja, und? Gesagt, dass das genau dann dein Haus gespeichert ist. So, Miro, was willst du von mir? Ich habe nichts gesagt. Du hast Steffi gesagt, oder? Nein. Okay. Ich sagte... ich sag besser gar nichts. Ich will hier aus dieser Höhle raus. Aber ich brauche mehr Plant Fiber. Aber definitiv. Definitiv? Geht mal schön farmen hier, meine Wiesel. Da, Zodiac ist genau in der richtigen Range zum Farmen. Los, farm die Blätter. Ich hab noch nicht mal eine Sichel, du Kackvogel. Ja, das tut mir leid. Sehr schön. Ja, ich freue mich da voll drauf. Er macht das mit Raidcall irgendwie. Da müssen wir dann ins Raidcall rein. Ja. Ich kann eine Tungsten-Pick bauen. Soll ich eine machen? Ich such doch nur Diamanten. Oder nee. Braucht keiner mehr. Ich hab schon eine Kobalt. Was? Wie heißt denn die? Ach, Kobalt, Inge. Ja, stimmt. Könnte ich auch. Nee, ich kann. Die sieht ja nice aus. Ich will mir auch eine Die sieht am besten aus von allen. Ja, Kobalt-Ingot und den ganzen Shit. Muss gucken. Geh hier an das Ding, wo ich dran bin und dann gehst du auf Pick. Und dann siehst du... Ich bin im Menü und lade. Ich kann gerade gar nichts machen. Bei mir stehst... Ach so, mach SCG halt und entfernen und geh zurück ins Game. Du stehst hier schon die ganze Zeit rum. Geht nicht. Kontakt. Geht nicht, sagt er. Okay, wer kontaktet mich? Das ist der, wo du reinziehen sollst. Ach, okay. Ja, der ist aber gemutet. User was okay, jetzt to the channel. Mahlzeit. Mahlzeit. Hallo. Servus. Wie komme ich aus dieser Scheiße? Gratulation zum Kauf des Spiels. Oh ja. You, ja, sir, are doing oder? It right. Ja. So sieht's aus. Okay, mein Claim ist weg. Ich bin... Ja, dein Claim ist doch noch gespeichert. Klick dir mal auf dieses Haus da unten. Du musst nichts für mich bestellen. Dann ist dein Zeug da drin. Ja. So. Geht's denn hier raus? Ah, da geht's weiter hoch. Ja, man muss natürlich immer dafür sorgen, dass der Claim bezahlt ist, sonst ist Shit. Jamie hat schon gesagt, er hat gezahlt, aber dabei hat das vielleicht nicht gemacht. Oder er hat für mich gezahlt. Da stand halt noch Stunden, aber vielleicht ist es von 2 Stunden schon abgelaufen oder so. Vielleicht waren es noch 22 Minuten. Ja, keine Ahnung. Vielleicht aber auch Wow, ich habe ein Gold-Ingot. Wow. Okay, toll. Ich baue mir eine neue Hütte. Passt. Boah. Ja, denselben Claim kannst du ja nochmal nehmen da oben, aber. So, Dirk, du bist zu weit weg, ich krieg nichts mehr ab.
Yeah, ich hab den Weg aus der Höhle gefunden. Ich glaube, ich baue mich woanders hin. Echt? Der Spot ist doch nice gewesen. Wo willst du sonst hin? Ist doch kaum Platz. Ich hab den über. Na, hier nicht. Das ist nicht unsere Welt. Ja. Also ich meine, klar kannst du, ich will ja nichts verbieten, aber wäre halt scheiße. Lass ihn doch. Wenn es ihm besser gefällt, woanders. Habe ich doch gerade gesagt. Ich bin schon in eurer Nähe. So. Oh, das ist eine Frau. Was ist eine Frau? Jetzt weiß ich nicht, ob ich mitkommen werde. Nein. Ja, die, die alles erklärt morgen. Infinity of Light. Ich schreibe ihr an, dass sie sagen soll, dass sie minderjährig ist. Dann kommst du denn. Okay, cool. Danke für die Tipps und so, für die Hilfe. Auf jeden Fall richtig nett, ey. Ja, echt informativ, echt voll nett. Danke dir. Ey, was für Ivo? Was, es geht nicht um dich. Es geht um Zuschauer. Ja. Achso. Einer, der mal hilft, das ist sehr schön. Ja. Nicht jeder so schlecht sein wie du. Ja. Und Jamie sagt dann noch, ja, das ist so dreist, ne? Ja. Hauptsache, man kann nicht auf ihn lenken. Ja, man kann auch immer nur Emo nennt, ja. Aber der Pulverizer ist ja... Hat da die Kräuter gekriegt. Ah, den Pulverizer könnte ich ja fast bauen. Da brauche ich noch mehr Hardwood. Noch 6. Oh, shit. Dann könnte ich einen bauen. Noch dann baue ich lieber den besseren. Was ist denn der Powered und Mechanized? Ist mir egal. Ja, hier steht's noch. Pulverizes Terrain without collecting resources. Nice. Ja, ich könnte einen bauen, aber da fehlen mir noch Pertified Hardwood, noch ziemlich viele. Dann könnte ich einen guten bauen. Ja, die kannst du doch, glaube ich, hier sagen. Pertified Hardwood? Habe ich ganz viel, glaube ich, hergestellt. Ne, Quatsch, das andere habe ich aus der Wüste. Ah, warte mal, wie viel habe ich? Da muss er ins Wüstenland. Also ich habe 8. Ich habe 3. Leider. Aber ich habe 70 Ancient Hardwood. Diamanten, ich brauche Diamanten. Wo sind Diamanten? Ja, vielleicht gibt's hier ja keine. Vielleicht musst du auf ein Tier 5 oder Tier 6. Gibt's das? Was? Nein, Tier 4 ist höchst. Okay, ja, dann muss es ja welche. Ja, ich habe ja schon welche gefunden, aber nicht viele. Findest du halt selten in Höhlen, ne? Ich merk's. Also musst du Höhlen suchen. Krieg ich doch schon in jeder Höhle rum. Überall, wo es dunkel und feucht ist. Oh shit. That picture. Ja. Bilder in meinem Kopf. Bilder. So, hier ist grüne Krütze an der Wand. Ich will aber keine grüne Krütze. Ja, ich habe gerade echt eine schmerzliche Bilder von Grappling Hund. Oh. Hier wäre für mich alles viel angenehmer, an diesen scheiß Höhlenbauer umzulaufen. Wenn es bei der Kameraführung nicht immer stottern würde. Ja. Ach ja, ich habe schöne 60 FPS. Mir egal. Nimm 20, roll sie zusammen und schieb sie dir. Ah, man muss eine Kamera. Ich habe eigentlich eine relativ gute Krake. Eine AMD Radeon HD 7800 oder so. Ja, da liegt schon der Fehler. Das ist AMD. Genau. Willst du mich gerade verarschen? Kann ich das wer hat das gerade gesagt? Ja. AMD-Grafikkarten sind viel besser als Nvidia, Alter. Ohne Scheiß. Kacke Nvidia-Karten. Hier ist nur Bluescreen. Oh, es funktioniert nicht. Woran liegt's? Was? Ja, ich habe den Scheiß schon hinter mir gehabt. Ich hatte 2 Nvidia-Karten, nie wieder, ohne Scheiß, nie wieder. Seitdem ich AMD habe, läuft alles rund und für viel weniger Geld. Aber das ist meine Erfahrung, da können Leute auch andere Erfahrungen gemacht haben.
Aber ich glaube, das kommt halt auch. Ja, mach's gut, Bungie of the Warsmith. Danke für die Hilfe. Meine Komponenten sind eigentlich alle ziemlich gut abgestimmt. Ja, eben. Das, wenn man das halt. Ja, das auch. Das auch. Aber mein Mainboard ist ja für AMD gemacht, also AMD Grafikkarte und Intel Prozessor, ist ja klar. Und kann auch zwei Grafikkarten verwenden ohne Leistungs- oder ohne große Leistungseinbußen. Ich krieg dann bis zu 30% Leistungssteigerung. Oh, ciao, Bahn. Wenn ich noch eine zweite dazu hole. Ja, auf jeden. Wäre cool, wenn du nochmal reinschaust oder so. Ja. Und uns hilfst. Komm am besten ins Game. Komm am besten ins Game, genau. Wie ist damit das zusammenlegen, dass du zwei Monitore angeschlossen hast, nicht, oder? Wie bitte? Daran liegen, dass ich die Monitore laufen habe. Doch, klar. Natürlich. Weil jeder Monitor verbraucht Grafikleistung. Ja. Reicht Monitor abschalten oder? Nein. Rausziehen und erstmal. Der berechnet, selbst wenn du den Monitor ausmachst, berechnet der das ja trotzdem in den Monitor. Ja, ich sag dir, rausziehen und halt direkt. Na, das hab ich nicht gedacht, aber direkt. Rausziehen reicht, glaube ich. Ja. Oh! Wer auch immer jetzt Diamanten haben möchte, ich habe hier eine riesige Höhle gefunden. Okay. Ja, ich bin auch in riesigen Höhlen unterwegs. Das heißt aber nur lange nicht, dass da Diamanten sind. wie strange das klang, ey. In jeder Höhle versteckt ja ein Diamant. Nein. Du musst ihn nur finden. Oh Gott. Nur verlorene Piercings. Die blöden Swarovski-Kristalle. Fake-Trank. So. Ey, das ist mal ein riesen Eiszapfen. Flistons habe ich denn. Grappling-Hook-Künste mit Lex, die sind gigantisch. Reicht. Taskmanager, was sagst du mir? Ich brauche mehr Plant Fiber. 7 GB sind standardmäßig verwendet. CPU ist auch nur zu 40% ausgelastet. Nur ist gut. 40% ist voll viel. Hatte hier irgendwo noch so einen Trick gelesen, den muss ich nochmal gucken. Mein RAM ist bei 9 Gig und meine CPU ist bei 55. Wie viel FPS hast du denn? Arbeitsspeicher ist schon wieder. Ja, eigentlich zwischen 35 und 40. Ja, das ist normal. Das ist normal. Hast du gestern mal den. Ach so, ja, ich sagte, das liegt an der Maus. Hast du mal eine andere Maus angeschlossen? Habe ich doch keine. Oder zieh mal die Maus raus. Oder was ist denn, wenn du dich nur mit der Tastatur drehst? Mit WASD? Dann passiert nichts. Dann leckt nichts. Ja, da liegt seine Maus. Hast du Hardwarebeschleunigung, wie gesagt? Ab und zu geht's. Dort hat's dann auch, aber nicht so häufig. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der Maus liegt. Irgendwas mit Hardwarebeschleunigung ist an. Das hatte ich mal bei WoW. Ich glaub, ich hab das schon probiert. Ja, naja, aber es ist. Wir haben es in Windows eingestellt, nicht im Spiel. Den Neustarten brauchst du da nicht. Okay. Aber wie gesagt, wir hatten es in Windows eingestellt, nicht im Spiel. Es kann echt sein, dass es an der Maus liegt. Hast du denn nicht irgendwo eine alte rumfliegen, die du mal kurz anschließt und testest? Nö. Oh, shit. Also es ist auf jeden Fall nicht die Grafikkarte, ich weiß nicht. Lass dir da bloß keinen Floh setzen. Die Grafikkarte ist in Ordnung. Ich weiß nicht, dass es nicht die Grafikkarte ist. Gut. Mahlzeit. Das weiß ich nicht. Das halte ich für ein Gerücht. Die Dreckshüllen, du, da kriegst du. Schluck auf von. Ja, Miss Mad Owl, krieg ich von dem Scheiß was ab, was du da lootest? Ja, sehr geil. Ja, kriegst du. Wow! Ich kann euch, wer FPS-Probleme hat, es gibt einen Trick. Geht mal in euren Taskmanager. Und drückt Alt F4. Nein, in euren Taskmanager, geht unter Prozesse. Soll ich jetzt die Priorität ändern oder was? Sucht Landmark 64 Exe, ja genau, und setzt Priorität festlegen auf hoch. Das darf ich nicht machen, dann ist mein Stream am Laggen.
Ah, scheiße, okay, aber so kriegst du bessere FPS. Und ich habe jetzt gerade noch mal ein paar FPS draufgeknallt. Ich bin mit meinen FPS aber auch zufrieden. Es ist für mich spielbar. Zugriff verweigert. Da, du musst Benutzerkontensteuerung. Gib mal bei Start unten in der Leiste ein Benutzerkontensteuerung und dann ziehst du den Balken nach unten. Da musst du den PC für neu starten. Oh. Aber das, du kannst es machen und dann ist es beim nächsten Neustart, wird das dann übernommen. Ah, super. Das muss ich das dann jedes Mal machen, wenn ich das jetzt Spiel neu starte, die Priorität verändern? Nein, oder? Das ist für immer. Du okay. ziehst den Balken runter, machst okay und dann sagt er Neustarten oder Neustart benötigt, sagst du später. Dann machst du alles automatisch im Admin-Modus und musst nicht jedes Mal, wenn du irgendwas kopierst und so, dann sind sie sich sicher und dann kommt da dieser komische Screen in der Mitte und so eine Scheiße, es fällt alles weg. Also Einstellungen ändern und dann? Hast du Landmark 64? Hast du Benutzerkontensteuerung? Genau. Dann machst du Rechtsklick. Nicht du, Nico. Was? Ja, Benutzerkontensteuerung und dann ziehst du den Balken runter, der da ist. Da ist das so ein Balken. Ich glaube aber eher, dass es an meinem Rappen liegt. Auf was? Auf von immer benachrichtigen auf nie benachrichtigen? Genau. Gut. Und dann sagt er PC neu starten und dann machst du später oder sowas, ne? Ich hab 6 Giga. Und dann geht das auf jeden Fall. Ja, davon sind sie permanent ausgelastet. Also 6 GB ist ja nix, aber Jamie hat auch 4 Gig und er kommt klar. Ja, aber ich würde mal sagen, ja, aber er hat 8 und er hat. Also mit 8. Mit 8 sollte er ja wohl diese Priorität, wenn er die Priorität auf hoch legt. Das hat doch nichts mit dem RAM zu tun, das geht natürlich. Das hat mit der CPU zu tun, wenn er die Priorität höher setzt. Ja. Dann wird mehr auf das Spiel gelegt. Kann ich nicht machen, weil ich halt ausgeglichen haben muss wegen Stream. Ja. Sonst fängt es an zu laggen, weil halt mein Stream vernachlässigt wird. Genau. Das hilft eigentlich bei fast jedem Spiel, nur so als kleiner Tipp, um die FPS zu boosten. Okay. Ja, es ist sehr gut. So lernt man noch immer was dazu. Yep. Mein Game ist gecrashed. Ja, hast du jetzt mal den RAM bestellt? Achso, nee, muss gleich machen. Oh, dann wird er heute morgen nicht mehr ankommen. Ja, ist ja nicht so schlimm. So, habe ich jetzt mal alles hier fertig gecraftet? Jo. Ich muss mal für kleine Jungs, aber ich will noch was craften. Das ist alles so schwer. Crafte dir eine Windel. Oh ja. Yeah. Da wachsen in Inkontinenz. Kann eigentlich nur an der Maus liegen. Ja, natürlich liegt es an der Maus. Auf jeden Fall. Oh, hier ist ein komplett leerer Kann das komplette Spiel auch oder high sein? Ich muss nur den Schatten runterstellen. Dann habe ich über 40 FPS. Okay. Du, ich bin jetzt hier in der Riesenhöhle hier mit dem ganzen Zeug, was hier alles so zu sehen ist. Aber ich finde den Schatten richtig. Unter und gestern die Entwickler-PCs, auf denen lief das auch bei 40. Ja. Wir hatten immer 40, 41. Ja. Warum? Das waren aber keine Entwickler-PCs, wenn du gesehen hast, waren das Laptops. Ah ja, stimmt, waren Laptops. Oh, okay, das ist. Bist du sicher, dass es ein Laptop war? Dass das ist doch auch. Laptops, hast du gesehen, die haben da Laptops aufgeklappt. Holy shit. Das ist übel. Bestimmt Alienware oder sowas. Das ist echt krass. Das muss ein Dell-Laptop gewesen sein, was weiß ich. Ja, gut, Dell ist ja Alienware, also von daher. So, ich grab mich jetzt einfach aus dem Berg raus. Mit dem Weg nicht mehr. Ja, du weißt aber, dass du dich auch raus teleportieren kannst, wenn du escapes und dann evac to safety anklickst. Kommst du oben raus. Echt? This is a nice. Das ist exploit using. Ich guck jetzt erstmal, wo ich rauskomme, wo ich mit dem Born. Ja, du kannst dich ja davor irgendwie einbuddeln oder so. Ah ne, Exploit Using hast vollkommen recht.
bitch. Ja, exploit using. Ich brauche mehr Woven Jute. Ich denke, dass das legitim läuft. Das ist Early Beta. Close Beta. Come on. Ja. Sei nicht Patrick als Papst hier. Ich bin der Papst. Willst du? Ich hab einen Bohrer, ich komm schnell raus, Alter. Gibt's hier nicht Holzstühle irgendwo? Doch. Alles in der Tinkerer Station. Alles unter Props. Es ist nur manchmal echt unübersichtlich. Ja, das ist echt fies. Wer zu sehen. Eine goldene Wurst. So, Schneedecke, das heißt, ich müsste gleich draußen sein. Ich habe mich auch mal durch den Berg runtergegraben zu den anderen mit dem Bohrer, weil ich keine Lust hatte, den ganzen Weg runterzulatschen. Wird wieder dunkel. Oh. Bin in einer anderen Höhle rausgekommen. Das ist schon kalt, besser. Ja, finde ich hier Diamanten. Man munkelt. Oh, soll ich mal fies sein, was ich hier gefunden habe? Na? Diamanten. Oh, bist du fies. Da komme ich sofort. Nee, die habe ich schon abgebaut. Jetzt bin ich aber schon am Kommen. Hick dich, hick dich. Musst halt schlucken. Du musst schlucken. Nö. Oh shit. Weil ich sie ja gesammelt habe. Von mir. Alles? Ja. Also ich könnte mir jetzt ein Gier herstellen, Rottenheiße. Ich glaube Bier. Ein Gier. Also. Dann komm gleich mal zu mir. Ein weißes Gier. Was. Ey, geh mal aus meiner Höhle, Alter. Sieh alleine. Nö. Bin hier, um deinen Saphir zu klauen. Brauch kein Saphir mehr. Da irgendwas anderes. Weiß nicht. Rockpunkte? Oder Fitness? Doch. Ja. Wir sind die Stellen schon wieder. Wie immer. Nee, ich will lieber Pizza. Hauptnahrungsmittel von Steffi ist Pizza. Ja, du müsstest mal unseren schiefen Tonfutzer sehen, Alter, der auf dem Balkon draußen steht. Von Pizzakartons oder was? Ja. Wir nennen das nur noch der schiefe Turm von Pizza. Hawaii. Ach, das ist Mithril hier. Da haben wir hier auch gerade Mithril. Die Wurst ist voll groß hier, die Mithril-Wurst. Die Dinger sind verdammt groß. Du brauchst nur 21.000. 2.100 meine ich. Ja, wenn ich Ego bin und für mich alleine baue. Weißt du, wieso bauen? Nein, nur zum Craft. Nein, ich meine, ja, was ist denn Craften? Craften ist übersetzt bauen. Also die Leute, die englische Begriffe benutzen, die verlernen dann irgendwann die deutsche Sprache, habe ich das Gefühl, ey. Nein. Oh, guck mal hier, wie schön. Ich habe eine Kiste, Bitches. Wo? Ja, ich teleportiere mich, Bitch. Zu wem? Exteroth. Alter, genau. Was ist das hier für ein Ernstzeug? Guck das mal an, ey. Das ist Ruby, Gold alles, und Mithril. Das Mithril, Gold und Rubicon. So, Mädels, an die Kiste 3, 2, 1, 2, 1. Gar nichts Besonderes dabei gewesen. Willst du mich gerade verarschen? Was? Ich habe mich ja gerade geportet. Ihr müsst das aber auch kriegen, weil ihr hier steht. Nein.
Haben wir zigtausendmal schon gesagt. Das Zeug liegt auf dem Boden. Keine Ahnung, wir haben alle immer gewartet, bis alle da waren, ja, bis wir die Kiste geöffnet haben. Oh, Alter. Ich hab einen Rockgrinder, Myro, wenn du haben willst, einen Bohrer. Ich hab gar nichts gekriegt, außer Erze. Low-Level-Erze. Ja, ich auch. Hast du was bekommen? Ja. Wenn du hochscrollst. Also, hatte ich doch recht. Ich stand hier und hab den Scheiß bekommen. Ja, ihr hattet auch das Symbol unterm Kopf gehabt, also müsstet ihr eigentlich was bekommen haben. Gut. Dirk, das ist gut zu wissen. Meine ja, das wäre, ich wäre angepisst gewesen. Kannst du mal aufhören hier zu, ich will mal sehen, was ich bekomme. Ja, ich muss auch die ganze Zeit hochscrollen. Juro, nimm mal den Handel an, dann gebe ich dir einen Bohrer. Oh Gott. Ich habe ein pinkes Kissen bekommen. Ah, oh, was? Hey. Oh mein Gott. Ein pinkes rundes Kissen. Oh shit. Das wollte ich haben, so. Oh, Standbild. Hast du das schon gebaut? Nee, ne? Game hat sich geschlossen. Oh. Aber jetzt? Das ist gut, wenn das Game crasht. Steffi, dann gebe ich dir den Bohrer. Komm mal her. Da kann man die Kisten trotzdem aufmachen. Okay. Renn doch nicht mal weg. Sorry. Ich bin mal kurz zu kleinen Mädels. Yep. Gott sei Dank habe ich mir gerade nicht hergestellt. Ich habe kurz überlegt, weil ich hatte genug Mats. Nimm ihn doch. Du hast mir keinen Handel angeboten. Doch, schon dreimal habe ich jetzt da Trade angeklickt. Ups, warte. Oh, jetzt hast du die Gruppe verlassen. Du hast die Gruppe verlassen. Ich habe dich rausgeworfen. Achso. Da Trade. Geht irgendwie nicht. Guck mal schon, ist alles schon wieder verbuggt hier oder was? Bei mir seid ihr beide noch in der Gruppe. Jetzt? Naja, ich hab nichts bekommen. Handel du mich mal an. Ich hab noch eine Kiste. Hast du bekommen? Nee. Scheiße. Er hat noch eine Kiste. Aber hier steht, dass ihr beide in Reichweite seid, dass ihr alle in Reichweite seid zum Looten. Soll ich es auch machen? Ja, dann öffne, dann muss Myro ist außerhalb des Spiels. Ja. Nein. Doch, Myro ist rausgeflogen. Was war's? Da steht trotzdem, dass er looten. Noch eine Kiste. Wer wartet bitte auf mich? Ja, das ist zu spät. Weil hast du gesagt, schon auf? Ich hab's schon aufgemacht. Aber das warum stand denn? Noch. Ja, weil die gesagt haben, macht auf. Nee, hab ich nicht. Doch. Nein, ich habe gesagt, Myro ist aus dem Spiel raus. Ich habe nicht gesagt, das wurde dann gesagt, nach dem Aufmachen. War schon zu spät, aber da war Myro noch... Oh, ihr seid so greedy in diesem Game, ne? Ohne Scheiß. Da stand aber noch, dass du den Loot receivedst. Ja, das muss ja nicht heißen, dass ich ihn bekommen habe. Ich guck gleich mal in meinem Inventar. Harvesting Match bedeutet, dass man schneller abbaut. Außerdem, ich habe den ganz sicher nicht bekommen. Weil ich muss an der Kiste stehen, damit ich den Loot bekomme. Nein, das Zeug geht jetzt auch zu dir. Das haben sie wahrscheinlich gefixt gestern auch oder geändert, weil das Zeug fliegt jetzt auch zu dir, wenn du in Reichweite bist. Aber ich war doch nicht in Reichweite, oder? Kann doch, warst du noch. Es war gerade unter mich uns. Mich verarschen? Also, du warst noch online angezeigt. Muss mal gucken, ob du was bekommen hast oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie soll ich das denn sehen? Im Inventar. Ja, im Inventar ist alles so, wie es vorher war. Ja, dann wollen wir noch mal einen Handel versuchen? Doch, ich hab was bekommen. Cool. Ich hab so Painted Wooden Chair bekommen. Oh nein. Und Treasure Seeker's Garb Outfit. Ich hab jetzt ein neues Outfit. Ja, ich seh aus wie so ein Scheiß. Wie so ein Scheiß Penner, ey. Echt? Treasure Seeker's Garb. Ich kann mir gleich das Pathfinder-Outfit herstellen. Ja, lad mich mal ein, bitte. Ja, wäre nice. Ol hat Dings. Ah, ich hab Lied. Brauch Mithril. Ja, Mithril ist oben in der Menge gewesen. Mithril im großen Stil. Ja. Ja. Hä, warum lootet ihr den Scheiß hier nicht, auf dem ich stehe? Das ist doch voll die Lache an Mats. Hier oben sind Diamanten drinne. Wo? Oder? Nein, das ist Mondstein. Aber da brauche ich eine Kobalt-Pick für, wollt ihr mich verarschen? Nein, das ist Diamond. Ha. Das ist Diamond. Ich brauche eine Kobalt-Pick an einer Stelle. Hä, habe ich nicht sogar eine gecraftet?
könnte dir eine bauen, aber du hast doch gesagt, du hast auch genügend Material. Ich hätte eine craften können und ich habe es noch nicht getan. Oh Gott. Oh, der Drill ist ja nice. Jetzt sehe ich wirklich aus wie so ein bekackter Nazi mit dem Char, ey. Zeig mal, ich will mal das Outfit sehen. Ja, du siehst aus wie so ein Verbrecher als so ein Skinhead. Ja. Wo ist denn der Miro? So nice. Hä, wie komme ich denn jetzt hoch hier? Ich grab mir ein Loch aus dem Gefängnis raus, Bitch. Was ist das hier für Zeug? Kann ich nicht. Ja, kann ich beides nicht. Ich muss mal kurz spielen. Oh, es ist schon 9 Uhr, Alter. Nein. Ich muss noch was einkaufen. Jetzt muss ich einen weiten Weg machen zum Einkaufen, ey. Scheiße. Das Outfit ist auch cool. Ich glaube, die beiden Outfits waren dabei. Erzähl mal mein Outfit rein. Das schlägt alles, Alter. Ja, aber vor allem, es fehlen nur noch die. Hat der auch. Springerstiefel. Ja, der hat noch Boots, Alter. Boots und Hosenträger. Das ist sowas von. Leuchte, ey. Wirklich beleuchte dich jetzt mal. Deine strahlende Schönheit. So. Ey, was willst du, Junge? Stehst hier auf meinem Gelände. Mein Reich! Vor allem, wie nehme ich jemanden ins Target? You are angry with Target. Es gibt doch kein Target, oder? Slash Target, Axterot. Command not supported. Command. Ja, ey, nein, hör auf. So, ich stelle mich jetzt hier hin. Auf einem Ort in die Farm, oder? Ich stelle mich jetzt hier hin, weil ich muss mal kurz einkaufen gehen. Ich wollte gar nicht farmen. Ich Ach wollte so. Bauen. Ich bin nur wegen den Kisten vorbeigekommen. Ach so. Ah, ich bin Diamant. Wie viel Platz hat man eigentlich? Ach so. Oh, ich habe fast mein Inventar voll. Auf der Bank hast du 60, glaube ich. Ja, was ist denn, wenn die Bank kaputt geht? Gar nichts, wenn die das Bank Zeug in der du Bank kannst auf drin? Jede gleich zugreifen. Ach so. Ah, okay, das ergibt Sinn. Alle magisch miteinander verbunden. Genau. Eine Bank ist eine Bank. Ist eine Bank, ist eine Bank, ist eine Bank. Logik. Komm, ich zeig den richtigen Hasen, okay, Bitch. So, ich muss mal kurz einkaufen. Also, grabt fein für mich, außer Miss Maddle, die ist zu weit weg. Bis später. Ciao. Oh. Oh. Evac to safety. Steffi, ich hab das übrigens jetzt wieder zusammengekriegt, wie das war mit dem, Ja, sag. Mit den Menschen, die, mit den Waffen, die keine Menschen töten, sondern Menschen, die mit Waffen töten. Nicht Menschen, nicht Waffen töten Menschen töten Menschen. Genau. Don't guns. Und dann der Spruch ging dann weiter, aber im Englischen ist das viel lustiger, weil das ja mal toast heißt. Aber if toast, so ging das denn irgendwie. Don't me your Jenny. Wenn Menschen halt auch kein Toast toasten, toastet Toast dann Toast. So, in der Art. Der Toast. Ja, ja, genau. Das war halt total lustig irgendwie. Es da stand dann 6-mal Toast oder so und dann am Ende ein Fragezeichen. Hä? So, ich bin auf einem Berg. Ich bin zu Hause. Kann ich mein rosa Kissen platzieren? Ich hab ein rosa Kissen. Jetzt raus aus der Höhle? Ja, bin ich. Warum?